So, herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade in die Tiefen des Meeres gekommen und haben jetzt hier den Dialog von Robert und den anderen, nehme ich an. Wertvolles Kristall, ich könnte es versilbern. Margaret oder ich können jederzeit weichen und ich gehe für Profit sogar über Leichen. Okay, also hier ist wirklich alles aus Kristall. Da werde ich mal schauen, ob ich das mit Igniculus machen kann. Geschliffener Saphir, ungeschliffener Saphir. Aber... was ist jetzt offen? Das habe ich jetzt nicht entdeckt. Ich fahre jetzt nochmal hoch, um dem Mädchen die traurige Nachricht zu sagen. Hier haben wir ja schon alle Gegner besiegt. Ich beeil mich da jetzt auch ein bisschen. So, ich glaube, es war dieses Haus hier. Schauen wir mal kurz. Ja. Aurora. Jen, komm her. Durst ist fort, doch genug der Klage. Drust ist fort. Meine Eltern sind bald daheim. Was treiben wir? Das ist die Frage. Darf ich die Flöte spielen? Ja, bitte, ich mach dann die Nacht zum Tage. Ja, das Mädchen scheint gecheckt zu haben, was los ist. Aurora, was soll das heißen? Auch ihr Herz ist schwer und grau. Einst sang Mutter diese Weise an meinem Bett. Damals, als sie noch unter uns weilte. Sicher war sie sehr nett. Kleine, wir retten die verlorene Sonne und bringen zurück den Tag mit all seiner Wonne. Der Tag gebietet der dunklen Königin Einhalt? Warte, bis meine Magie wirkt. Sie wird erzittern durch ihre Gewalt. Ja, Jen hat sich unserer Gruppe angeschlossen, wie erwartet. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt runter in die Kristallhöhle. Ah, nee, das ist die falsche. Ich versuche hier schneller voranzukommen, deswegen schaut das immer so ein bisschen witzig aus. Weil das ist so ein Energieschub, sage ich mal. Ach, komm schon. So. Jetzt holen wir das noch kurz. Ah, scheiße. Entschuldigung. Soll man ja nicht sagen, ne? Okay. Das will heute einfach nicht. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Ah, ich nehme an. Genau, jetzt sieht man auch... Na, komm schon. So. Jetzt schauen wir mal hier. Ah, okay, hier ist nichts, aber man sieht schön, wie das Glühwürmchen funktioniert. Ah. So. Okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Ah, okay. Hier sind jetzt diese Blitze, die ziemlich böse sind. Oh. Hä?
Also das ist jetzt nicht so einfach, weil man immer darauf achten muss, was man hier macht. Ich nehme auch an, dass das Vieh oder die Viecher hier jetzt wirklich blitzresistent sind. Oh, hier sind auch noch bösartige Kristalle. Gut, dass Igniculus kein Problem mit den Blitzen hat. Ah. So. Das ist nicht so einfach hier. Ah, Fisch. Okay. Und ich nehme an, dass die Viecher jetzt wirklich blitzresistent sind, was nicht so schön sein kann. Weil wir ja jetzt Blitz als Element haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, er ist verwundbar durch Blitz. Also Wasser ist durch Blitz verwundbar. So, jetzt geben wir ihr erstmal Eile. Und dann machen wir hier mal das Sternenlicht und schauen mal, was das bringt. Dadurch, dass wir natürlich auch beide im Endeffekt angegriffen haben, ist es sehr angenehm, weil die dann zurückgeworfen sind, worden sind. So. Ich würde mich jetzt erstmal verteidigen. So, Hieb. Jetzt wird Tristis verteidigt. Dann ist er auch nicht mehr so extrem verwundbar. Bisschen zumindest. Da machen wir den Hieb und da machen wir die Überrumpelung. So. Jetzt dürfen die zwei natürlich. Okay, der erhöht seine Geschwindigkeit. Und Tristis ist ein bisschen geschwächt. Deswegen heilen wir ihn mit Igniculus. Der macht hier mal wieder Eile. Und ich möchte eigentlich beide recht schnell kaputt machen. Okay. So. Den machen wir jetzt mal so und hoffen, dass es klappt. Nein, es klappt natürlich nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, der ist tot. Und er ist auch tot. Sehr schön. Gut. Stufenanstiege. Darf ich spielen mit deinem glimmenden Ball? Hey! Einmal gegen die Wand mit lautem Knall. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Okay. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Ja, jetzt komm her. Komm schon. So. Jetzt gucken wir mal wieder. Also, als erstes der ultimative Schutz. Und hier gleich mal ein fetter Hieb. So.
Und als nächstes geben wir ihm Eile. Und hier machen wir mit dem Hieb den fertig. Okay, der kontert. So. Jetzt gebe ich ihr Eile. Ah, jetzt war er zu schnell. Ich wollte ihn eigentlich noch irgendwie... schaffen. So, jetzt hole ich hier mal Leuchtmittel und heile sie mal ein bisschen. So. Nee, wir machen erstmal nur den Hieb. Und hier den anderen. So. Okay, der kontert halt immer. So, Ja, ich gebe ihr nochmal hier Eile. Und hol hier jetzt mal Leuchtstoff. So. Jetzt müsst ihr nochmal deutlich schneller werden, was sie auch wird. So. Ah, nee. Jetzt gebe ich ihm nochmal Eile. Weil ich möchte... die jetzt ziemlich schnell einfach besiegen. Okay, jetzt muss ich sie aber erstmal heilen. Ich glaube, er ist schlimmer. Deswegen nehme ich ihn. So, mein Glühwürmchen ist auch schon wieder alle. Jetzt müssen sie einstecken. Ich verteidige erstmal sie. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch so haben. Okay, jetzt haben wir eh nur noch einen Gegner. Wir machen den Überraschungsangriff, aber es bringt nichts mehr. So, jetzt müsste aber eigentlich tot sein. Ja, okay. Gut. Also wir müssen noch ordentlich leveln scheinbar, bevor die nächsten Leute kommen. Jen, wo hast du die Magie nur so schnell erlernt? Im Buch der Piskeanischen Zauberer lese ich gern. Okay. Der führt uns da lang. Okay. Dann gehen wir hier gleich wieder in Kampf. So. Als erstes geben wir Tristes Eile. Und bei ihr machen wir beide. So. Okay. Beide sind verwundbar durch Blitz. Als nächstes geben wir ihr Eile. Aurora. Weil damit schaffen wir sie vielleicht irgendwie. Nicht ganz, aber immerhin. Okay, ich muss kurz mal hier MPs holen. So. Als ultimativer Schutz. Okay. Überrumpelung. Das haben wir geschafft. So. Jetzt machen wir ihn wieder langsamer.
Der hat gekontert. Ist aber in dem Fall egal. So. Der kriegt einen Hieb. Okay, der erste ist tot. So, und der nächste ist tot. Ich will hier noch das Zeug einsammeln. Okay. Hat funktioniert. Okay. Kleine, wie alt bist du denn? Ich bin fast 10. Ach, gerade war ich noch der Jüngste, nur ist es Jen. Gut, es ist sehr witzig, dass natürlich Finn erstmal der Jüngste war. Aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. So. Und gehen hier in den nächsten Kampf. Weil irgendwie müssen wir jetzt hier mal anfangen. So, Tristis darf erstmal wieder hier sich selbst Eile verpassen. So, und hier geben wir Hieb allen dreien. Und dem letzten geben wir noch den Rest mit dem. So. Jetzt machen wir den mal langsamer hier. Genau. Ja, Aurora habe ich jetzt noch nicht schneller geschafft zu machen. Okay. Aber er kontert auch. So. Dann geben wir jetzt hier mal Aurora den ultimativen Schutz, damit das mal ein Ende hat hier. Und als nächstes machen wir sie dann schnell. So. Okay. Oh. Das war nicht so schön. Ich möchte sie schnell haben. Ha, es funktioniert. So wie ich es wollte. Okay. Er kontert halt immer wieder gleich. Das ist ein bisschen doof. Tristis muss ich noch schnell machen. Und jetzt werde ich erstmal hier Aurora heilen. Aber sonst haben wir ein Problem. So. Was machen wir denn? Wir... Ah, jetzt habe ich hier das auch schon leer gemacht. Na gut. Wir machen hier den Hieb. Und überrumpeln ihn. Und machen ihn jetzt langsamer. Und dadurch haben wir das schon mal geschafft. So, jetzt machen wir ihn langsamer. Und bekämpfen ihn. Dann kriegt er noch schnell das. So. Mist, es hat nicht ganz funktioniert. Aber dafür kann ich jetzt schön den Hieb vorbereiten. Und ihm Eile verpassen. So. Glühwürmchen kann wieder nicht. Mal schauen, ob er den noch schafft. Ja. Gut. So. Aurora kriegt wieder die Schnelligkeit. Ah, oder auch nicht. Probieren wir es jetzt nochmal. Ah, okay. Wir probieren es nicht nochmal. Wir haben Tristis erstmal eine doppelte Eile verpasst.
aber ist in dem Fall auch keine schlechte Sache. Jetzt hauen wir erst den mal zurück. So. Ah, er hat es leider geschafft. Hieb. Und jetzt aber. Jetzt muss es klappen. So, jetzt heilen wir hier Tristis kurz mal. Hieb. Ah, es hat nicht mehr geklappt. Schade. Macht nichts. Ich hoffe nur, dass wir das irgendwie überleben. Ich muss Aurora unbedingt heilen. Das reicht. Gut, sie ist ausgewichen. So. Schmarrn, ich will den Schutz. Nein, den Schutz. So. Ja, es funktioniert. Kommt Tristis. Den machen wir jetzt als nächstes wieder schnell. Aber Tristis ist tot. Also müssen wir ihn jetzt austauschen. So. Jetzt machen wir ihn mal langsamer. So, jetzt tauschen wir Tristis gegen Chen, weil ich würde gerne wissen, wie die ist. Okay. Retourramme. Na, das probieren wir doch mal aus. Ah, ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Okay. So. Ah, Mist. Okay. Den haben wir retour gemacht. Ich glaube, ich werde dadurch schneller, was Gender macht. So, also Jen bringt mir jetzt gerade irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich sie gerne wieder austauschen. Und ich hole mir mal Öngus und schaue, was der so für neue Sachen drauf hat. Donnerschlag. Was ist das? Rüstung der Titanen. Probieren wir mal den Donnerschlag aus. Vielleicht sollte ich auch ihn hier blenden. So, jetzt gucken wir mal, was das ist. Okay, das hat jetzt gerade nichts gemacht. Aber jetzt haben wir das. Okay, also der Donnerschlag bringt nicht so viel gerade. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss, weil wir haben die 23 Minuten schon wieder geknackt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst mir Kommentare da oder Abos. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.